Videocheck. Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und heute geht es um eine kleine süße Boombox. Wozu braucht man so eine kleine Boombox? Also ich sag dir das auf jeden Fall. Ich packe mir die in den Angelsitz rein oder leg die vorne in den Fahrradkorb und kann mir die auch so zur Not in die Hosentasche stecken. Und das ist nicht nur eine Boombox. Die meisten Boomboxen können nur über Bluetooth angeschlossen werden und maximal noch über einen Klinkenstecker, verfügen aber nicht über eine Art MP3-Player, die wie hier mit einer SD-Karte gespeist werden kann, können, tut, tat, tiet. Machen wir da jetzt nicht so einen Hype aus der Verpackung, die ist so eh durchsichtig. Es ist dabei, Klinke zu Klinke, schon mal positiv, denn meistens nicht dabei, muss man extra kaufen. Dann auf der einen Seite ein Mini-USB, kein Micro-USB, sondern Mini-USB, ein normaler USB und ein Klinkenanschluss. Hinten drauf, hier etwas schlecht zu sehen, haben wir die Play-Pause-Stopp-Taste, vor, zurück, lauter, leiser. Hier vorne haben wir ein Mini-Aus- und Anschalter. Hier haben wir, wie gesagt, unsere Eingänge bzw. AUX-Ausgang. Dann haben wir unseren Line-In. Das läuft Mini-USB und alternativ können wir USB anschließen oder Klinke. Hier haben wir ein Mikrofon, das heißt, wir können das Ganze sogar als Freisprecheinrichtung nutzen, wenn wir unser Handy damit per Bluetooth verbinden. Und wir haben hier unseren Micro-SD-Schacht. Zusätzlich können wir hier ein Band einhängen und uns das Teil locker an den Fahrradlenker hängen. Unten drunter sind rutschhemmende Füße. Obendrauf ist der Lautsprecher. Das war's. Ich fütter das Teil jetzt mit der SD-Karte, denn das ist das Coole an diesem Gerät, dass wir nicht auf unser Handy angewiesen sind, das sonst den Strom auffrisst, ne? Den wir kostbar aufgeladen haben, sondern ich spiele das Ganze mit SD-Karte ab. Hello? Also schon mal ein... Ja, Bluetooth machen wir jetzt gerade nicht. Wir machen jetzt SD. Um vom Bluetooth-Modus in den SD-Karten-Modus zu wechseln, müssen wir längere Zeit die Play-Pause-Stopp-Taste gedrückt halten und dann geht unser Vergnügen los und Ghostbusters. Jetzt fickt YouTube mich. Urheberrecht, Verletzung, ne? Dieses Video wurde gesperrt. Du kannst deine Videos nicht mehr monetarisieren. Das alles wegen Ghostbusters. So, das ist nicht super laut, ist ein kleiner Lautsprecher, muss man verstehen, aber fürs Fahrradfahren auf jeden Fall angenehm. Wir müssen das natürlich ausnutzen, wenn wir schon mal Urheberrecht verletzen, dann müssen wir es richtig machen. Ich würde sagen, wir haben sogar Radio drin. Also wir haben in diesem Teil, was haben wir in diesem Teil? Gehen wir. Local Music. Das ist von der SD-Karte quasi die Musik. Radio Modular. Dann haben wir das Radio drin. Dann haben wir die Line-In-Funktion und das alles steuern wir durch die Play-Pause-Stopp-Taste. Von mir geht es auf jeden Fall 5 Points, das Teil funktioniert hundertprozentig. Es ist jetzt kein Basswunder, das ist ganz klar, bei der Größe geht das gar nicht anders. Und ich würde sagen, wir dancen jetzt noch ein bisschen ab und nutzen den Urheberrechtsverstoß und ficken heute die GEMA. Teil wiegt 113 Gramm, also alles vom Gewicht her super und von den Funktionen, wie gesagt. Bis auf diesen Urheberrechts-Strike, den ich wahrscheinlich bekomme. Schöne Grüße! Fick die GEMA! Abonniert den Kanal! Schreibt einen Kommentar! Besucht uns auf Facebook! Haut rein, tschüss!